So, hallo. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist warm geworden. Puh. Hoffe, ich kann mich konzentrieren. Ich möchte jetzt mal als erstes die Mods ganz ausmachen. Weil ich glaube, dass teilweise Abstürze mit Mods zusammenhängen. Ich gehe mal lieber von den Mods wieder weg. Wir gucken mal, ne? So. Wir haben letztes Mal versucht, mit dem Hard Mode und Kane zurechtzukommen. Das hat nicht funktioniert. Ich wollte auch eigentlich gar nicht Hard Mode spielen. Das lief einfach komplett schief. Das war ein sehr, ja, unschöner Part. Nennen wir es mal so. Versuchen wir das nochmal. Ja, und starten wir mit Money ist gleich Power. Warum nicht? Na, bisher haben wir kein Money. Aber wenn wir also Money bekommen, werden wir Money nicht hergeben. Das ist doch schon mal ein Ansatz. Zack. Plus 0,1. Also jetzt möglichst kein Geld hergeben. Oder zumindest nur dann. Nur dann, wenn es auch sinnvoll... Oh, da gibt es gleich mehr Geld, wenn das Herz weg ist. Ich will dich aber... will ich aber eigentlich ja gar nicht, dass das Herz weggeht. Naja, wir werden sehen. Ab und zu werde ich mir trotzdem auch mal was gönnen. Und kaufen. Oha. Ich sehe Dinge. Und ich muss sprengen. Muss definitiv sprengen. Aber erst machen wir hier auf. Ja, Geld, Geld. Mehr Geld. So, jetzt hier einmal Kaputski machen. Und mehr Geld. Mehr Geld bedeutet mehr Macht. Oha. Das ist jetzt nicht so gut. Da ist auch schon... Oh nein! Haben wir eine Bombe im Shop gehabt? Rip. Rip Lauerstein da oben. Es war nett, dich kennengelernt zu haben, aber leider kann ich mit dir nicht spielen. Ja, schade. Wenn man einen Stein sieht, aber nicht mitnehmen kann, ist das immer besonders dramatisch. Spürt ihr diese Dramatik? Ich spüre sie. So. Spannend, dieser Bosskampf. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich spiele wieder auf normal. Da ist alles einfacher. Das ist mein Ernst. Es ist mein Ernst. Ich wollte das natürlich nur machen, dass wir das Geld bekommen, ne? Das war die einzige, der einzige Grund dafür. Glaubt mir jetzt wieder keiner. Blöd. So. Eine Pille. Alles klar. Ja gut. Kann man starten. Kann man starten auf die Art und Weise. Nicht die beste Voraussetzung, aber ist okay. Curse of the Unknown. Wir hatten 2 rote Herzen. Wir werden jetzt einfach nicht mehr getroffen und haben weiterhin 2 rote Herzen. Was haltet ihr davon? Ich halte davon sehr viel. Wird auch davon viel halten, wenn jetzt hier Geld rauskommen wird. Schade. Kein Geld für mich. Ja, also ich bemühe mich ja, wenn ich was nachgucke, es möglichst schnell nachzugucken. Mittlerweile habe ich so ein bisschen eine Strategie zum Nachgucken entwickelt. Das sollte schon besser laufen. Das war knapp. Zum Glück bin ich schnell durch meine Pille. Nicht durch die Pille, sondern durch das Item von vorher. Durch das Boss-Item. Das war der Shop. Da wollte ich eigentlich gerne rein. Aber wenn ich jetzt Pandoras Box halt sehe,
dann bin ich schon versucht, mir hier was mitzunehmen. Sorry. Das war blöd. Jetzt haben wir wieder die Satan-Chance verhauen. Noch nicht mal den Itemraum gefunden. Ja, mit 33% ist er ja immer noch möglich. Es ist noch nicht vorbei, was Satan angeht. Wir können immer noch was erreichen. Und sonst machen wir es halt ohne Satan-Kram. Mir auch wurscht. Muss doch auch mal den Run ohne Engelraum schaffen. So, erstmal mehr Geld, Schlüssel, Bomben, alles cool. Jetzt finden wir natürlich wieder... Wollte gerade sagen, jetzt finden wir natürlich keinen Raum mehr, wo wir einen blauen Stein hätten. Ich meine, es ist kein blauer Stein, aber ich meine, wir haben goldene Bomben. Wir können jetzt alles sprengen, was wir lustig sind. Und auf Qualspace hoffen. Und auf Geheimraum hoffen. Ja, also jetzt muss ich hier natürlich, ne, jetzt muss ich hier aufräumen. Das ist ja wohl klar. Mit einer goldenen Bombe muss ich alles sprengen, was ich sprengen kann. Yo! Viel zu viel Glück, der Junge. Die Psyfly. Die wäre im Hardhorn mal nützlich gewesen. Aber da hat sie ja keinen Bock auf mich gehabt. Dumme Kuh. Oh, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber cool. Ja, liegen genug Kerzen? Nein, noch ne. Achso, jetzt wäre es eh zu bald. Jetzt wäre es eh viel zu bald. Hups, hab nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Aber ja, hier liegen dann Herzen rum. Kann man dann ein bisschen spielen mit dem Viech. Oh, und ich sehe. Ja. Wir können uns in den Stachelraum sprengen. Schade, können wir nicht. Dann sind wir hier drüben. Ja, schade. Aber der ist auch sehr gut. Der ist auch sehr gut. Vor allem, da ich ja sowohl goldene Bombe als auch goldene Bombe habe, ist das nochmal doppelt so gut. Oh, ich gehe hier kein Risiko ein. Ach so, den würde ich ja selbst... die Kiste könnte ich ja sogar aufmachen wegen Paperclip. Stimmt. Die Kiste könnte ich ja sogar aufmachen wegen Paperclip. Das würde ja nicht mal einen Unterschied machen. Okay, kein Stachelraum für uns. Aber richtig viel Kohle. Okay. Das musste dann doch noch sein. Das musste dann doch noch sein. Ah ja, hier haben wir noch was zu sprengen. Könnten ja Münzen rauskommen. Kamen keine Münzen raus. Schade. Na gut, wir gehen nachher eh nochmal zurück wegen der Maschine. Jetzt gehen wir erstmal zum Boss. Und hoffen, dass wir jetzt keinen Hit einstecken und trotzdem dann einen stabilen Satan-Raum öffnen. Sheesh. Du bist der Stressige von euren Varianten auf jeden Fall. Ja, perfekt. Ed wirkt. Ed hat wirkt. Ed hat gewirkt. So, okay, hier ist ein Herz. Wir hatten zwei blaue. Zwei blaue. Zwei rote. Das heißt, ich müsste viermal spielen können. Nee. Dann bin ich tot. Dreimal. Dreimal.
Und jetzt sind ja Münzen besonders wertvoll. Also gehen wir hier natürlich. Eins. Zwei. Drei. So, jetzt habe ich Angst. Eins. Zwei. Ja, das HP ab. Perfektikus. Perfektikus. So kann's weitergehen. Also man merkt schon wirklich den Unterschied zwischen normal und hart, ne? Es ist wirklich, ja, also, ja. Ne? Es läuft anders. Es läuft anders. Man fühlt sich dann aber irgendwie so lame, wenn man auf normal spielt. Ist so ein bisschen... Aber deswegen gibt es ja auch ein Achievement, wenn man alles auf hart geschafft hat. Also alles. Jedes einzelne Completion Mark auf hart. Dafür gibt es ein Achievement. Also jeden Charakter, alles auf hart. This is insane. Also wer das schafft, Chapeau. Was ist das? Was ist das denn? Hä? Luna, the moon's blessing shine upon you. Hä? Ist das das Planetarium? Also, es würde passen. Es sieht wie ein Planetarium aus. I don't know. Es sieht halt legit wie ein Planetarium aus. Ja. Ach, und dort kriege ich diese neuen Celestial-Dinger, oder? Also die Planeten-Items. Aber taucht es dann random einfach auf? Taucht es dann random einfach auf? Das Spiel erklärt ja nichts. Wo soll ich denn jetzt wissen? Hä? Plötzlich kommt dieses komische Ding. Jo, 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 jo. Das muss das Planetarium sein, aber wieso kam das jetzt? Also wenn jetzt kein Itemraum auf der Ebene ist. Jo, Psyfly ist okay, ich kann auch so durchlaufen. Du lenkst mich hier gerade nur böse ab. Bruder. Chill, deine Basis. Was wollte ich sagen? Ach ja, dieses Planetarium ist der... Ist es dann halt... Also, habe ich irgendwas getan, dass es auftaucht, oder war es jetzt einfach Zufall? Ich bin verwirrt. Ich sehe das halt zum ersten Mal, ne? Ich weiß, ich habe es freigeschaltet. Ich weiß, dass ich es freigeschaltet habe, aber das war es dann halt auch schon wieder. Ich weiß, ich habe es freigeschaltet, aber ja. Ne? Okay, zwei Räume haben wir noch. Die Frühstück. Ach so, Moment mal, da komme ich ja ran. Also wir müssen uns noch um... Achso, nee, müssen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns noch um was kümmern, um von Mom wieder zurückzukommen. Müssen wir überhaupt nicht. Alles gut. Alles gut, alles easy. Läuft. Hey, es gibt auch noch ein Item. Ich dachte, es ist vielleicht stattdessen aufgetaucht. Es ist einfach so. Kommt einfach ein Planetarium.
Bruder. Ich meine, das Ding ist, das ist jetzt nicht so krass. Ich setze es mal jetzt beim Boss ein und wir holen es gleich wieder. Ich vergesse es nicht. Das ist jetzt halt nicht so übertrieben krass, wie jetzt mit Brimstone. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ich würde lieber die Pandoras Box weiter mitnehmen und die dann in Devs einsetzen. Ne? So ein Ding ist das. Aber ich setze es jetzt einmal beim Boss ein, um kurz zu demonstrieren. Das dürfte jetzt halt nur in Anführungszeichen die normalen Tränen, die ich halt habe, auch schießen. Und da es die halt einzeln dann schießt, vermutlich auch mit meiner Tiersrate, ist es halt, es ist eine Unterstützung. Aber es ist jetzt nicht so... Ja, ne? Seht ihr? Das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, muss ich unbedingt mitnehmen. Es ist eine gute Unterstützung, gar keine Frage. Aber dann gehe ich lieber auf... Auf Dings. Auf, hier, weißt du schon. Auf die Pandoras Box. So. Jetzt kriege ich hier einen Anruf. Jetzt wird's interessant. Ich melde mich gleich wieder. Danke fürs... Nee, nicht danke fürs Zuschauen. Ich melde mich einfach gleich wieder. So, das hat jetzt so lange gedauert, dass ich zwischendurch lieber mal Escape gedrückt habe, dass mit der mir hier speichert, was los ist. Wir mit Continue weitermachen können. Eieieiei. Okay, gut, wo war man denn jetzt? Ach, ich bin gerade in den Dings reingelaufen, ne? Richtig, da es hier nur ein Item gibt, ist klar, nehmen wir natürlich mit. So, dann gehen wir jetzt auch hier rein. Dass wir uns den Kollegen... Ach, scheiße. Dass wir uns den Kollegen holen können. So. Oh, meine Range ist noch nicht so geil. Ah, ver... So ein Laser kann die Psyfly nicht abwehren. Aber alles andere schon. Zum Glück bin ich recht schnell. Ach! Ey, wenn der mir jetzt noch mein weißes Herz klaut, ne? Dann schrei ich aber. So, gut, alles klar. Nee, ich würde schon den Paperclip weiter mitnehmen. Ehrlich zu sein. So, jetzt aber habe ich ja gesagt, ich will zurück und meine Box mitnehmen. Ich will die Box, ich sag's gleich, ich will die Box in Devs 1 einsetzen. Dann kriege ich 2 Boss-Items, wenn ich mich richtig entsinne. Und dieses Planetarium, ich... Ist einfach so aufgetaucht, ne? Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da der Zusammenhang ist. Wir werden es irgendwann rausfinden, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, und was das Moon macht, weiß ich jetzt auch nicht. Doch, weiß ich. Ich habe einen Itemraum einge... Ich habe einen Geheimraum einge... Ich kann mich in den Stachelraum bomben. Ich habe einen Geheimraum jetzt eingezeichnet. Okay. Ist das jetzt ein Teleport irgendwo hin? Tears up und Damage up. Wait, werde ich jetzt in... Kriege ich jetzt in... Kriege ich jetzt in den Geheimräumen Tears ups? Ist das Moon? Das ist ja cool. Yo. Nee, mein Freund. So, das Ding in der Mitte würde mich reizen, aber das... Ich riskiere damit mein blaues... Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig, das zu versuchen. Ich habe auch keine Bombe mehr, die ich da reinschießen kann. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber sein. Wir können auch mal kurz in den Shop gucken, ob es da eine Bombe gab. Dann würde ich fast versuchen, die Kiste da mir zu holen. Keine Bombe. Okay, dann gehen wir. Dann wird es mir zu riskant. Wir gehen. Aber das ist ja interessant.
Aber ich muss aufpassen, dass ich mindestens eine Bombe für Devs 2 dabei habe. Sonst wird's kritisch. Na, das ist mein Weg zurück. Den darf ich nicht verhauen. So, da haben wir jetzt erstmal den Kollegen. Oh, oh ja, jetzt wird's natürlich wieder interessant. Jetzt kann ich mein Geld natürlich wieder, mein Damage wieder loswerden. Kriege ich einfach eine Pretty Fly. Insane. Oh, es tut richtig weh zu sehen, wie der Damage runtergeht. Es tut richtig weh. Yo. Aber dafür hat das HP ab gerade sehr, sehr gut getan. Ja, wir spielen weiter. Wir spielen nachher hier eine Runde. Na? Wir haben ja da ja. Da ist schon der Geheimraum. Da ist schon der Geheimraum. Da gehen wir doch direkt rein. Gibt der mir jetzt wieder ein Power-Up? Also nicht ein Power-Up, sondern ein Stats-Up? Da ist wieder der Schein. Jo, und das gab auch noch ein halbes Soul Heart dazu. Ja, die Tiers-Up steigt. Die Tiers-Rate steigt mit dem Ding. Das ist ja insane. Okay. Also so ein Planetarium zu finden, bedeutet wahrscheinlich meistens echt krasses Zeug. Wir haben ja auch damals gesehen, in unserem in der Challenge, wo man bei Satan anfängt, beim Ultra-Satan, Big Satan, ach, keine Ahnung wie heißt, Mega-Satan. Da haben wir ja ein Item gehabt, das hat mich so klein gemacht, dass mich nichts mehr getroffen hat. Das war auch irgend so ein Planeten-Item. Da habe ich noch gesagt, die kenne ich doch von Sailor Moon, die Symbole. Und das ist jetzt Mond. Yo. Das sind wie Planetarium-Items. Und das taucht jetzt einfach random scheinbar irgendwann auf. Wahrscheinlich so wie I Am Error-Räume, keine Ahnung. Und das haben wir ja freigeschaltet, eben dadurch, dass wir drei so Celestial-Items... Quatsch, Celestial... doch, ich glaube, sind Celestial-Items. Also, dass wir drei so Stern-Symbol-Items hatten. Dadurch haben wir das ja freigeschaltet. Ah, shit. Ich sollte lieber gleich den Boss machen. To be honest. Solange ich mein blaues Herz noch habe, ne? Oder sollen wir... ja, ich würde... Vielleicht finden wir noch mehr Münzen. Aber ich habe halt ein bisschen Bedenken, dass ich noch öfter... ...getroffen werde. So viel dazu. Scheiße. So viel dazu. Ja, jetzt sind wir bei 9%, was den Engelraum angeht. Schade. Ach nee, Moment, Engel... Oh. Oh, ich habe jetzt ja das Ding eingesammelt. Jetzt ist es ja irgendwie beides. Das teilt sich jetzt ja, ne? Oder taucht dann einfach beides auf und ich kann es mir aussuchen. Ich weiß gar nicht, was genau dieses Ding macht. Ich sammle einfach wieder Items ein und weiß nicht, was sie tun. Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen sehr guten Raum, weil der führt sowohl in den Shop, als auch in den Itemraum. Oh, meine Range ist böse schlecht. An meiner Range muss ich hart arbeiten. Gehen wir erstmal hier rein. Ne, das können wir uns holen. Keine Ahnung, was es tut. Es wird schon nichts kaputt machen. Oh, Flametiers, klingt gut. Yo, insane. Take it. Oh, da ist die coole Bombe. Die zerstört mir ja alles. Die legt mir ja einfach alles frei. Geht das Feuer nicht für den Kollegen hier? Ah doch, ich wollte schon sagen. Hätte mich jetzt echt gewundert. Nehme ich und setze ich ein. Einfach, weil ich es kann. Oh, Hoppla.
war jetzt nicht so ganz geplant. Okay, vielleicht sollte ich sie nicht gerade im Shop einsetzen. um das hier ein bisschen, ne? Aber ist jetzt okay für unseren Fall, wo wir ja mit Münzen arbeiten. Wusch. Jo, okay, das ist gleich der nächste Geheimraum. Hat er jetzt auch... Okay, noch ein Tier. Jeder Geheimraum gibt es. Nicht nur der eine, sondern jeder. Oh, und das Ding wird nicht mal aufgemacht. Auch interessant. No, da waren wir schon drin, ne? Ja, da war... Oh nein! Ich habe mir die Arcade verbaut. Hä? Noch eine? Hä? Alter, meine Range ist so schlecht. Da müssen wir dringend dran arbeiten. Hä? Wait. Moon macht mehr Geheimräume und diesen Effekt. Yo, das ist ja insane. Ich habe so ein Viech jetzt zerstört. Das ist auch gut. So zerstört man die also. Das ist, glaube ich, der erste, den ich erledigt habe jetzt. Das war so ein Batteriebam. Jo, aber das bedeutet, ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann jetzt effektiv nichts mehr machen. Ich meine, wenn ich in die Arcade gehe, das war's einfach. Ne? Das war's einfach. Wenn ich jetzt in die Arcade gehe, explodiert mir... Ja, gut. Dann gehen wir zum Boss. Alter. Aber den Boss erledigt dieser nicht einfach, ne? Ja, okay, er zieht ihm böse ab. Und wir sind wieder bei 20% von... Ja, okay, hat natürlich keinen Dings freigesetzt. Aber ist nicht weiter schlimm. Bei dem, was wir alles haben, ist das nicht weiter schlimm. Holy shit. Ja, das hole ich mir nachher, wenn ich da reinlaufe. Da gehe ich automatisch gleich rein. Alter! Das war insane! So, aber jetzt, ich meine, das Geld nehme ich natürlich noch mit. Ist halt nur ärgerlich, ne? Dass wir nicht mehr spielen können. Für euch ist besser, weil dann halte ich mich nicht länger auf. Okay. Ja, interessant. Sehr interessante Geschichte. Sehr interessante Geschichte. Leider bisher, auch das muss ich wieder noch bemerken, bisher kein Red Key. Bisher kein Red Key. Aber vielleicht kommt ja noch was. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. So, in der nächsten Ebene auf jeden Fall Pandoras Box einsetzen. Zwei Boss-Items für mich. Zwei Boss-Items für mich. Und wir gehen gleich mal Geheimraum. Oh, die Flaming Tears finde ich aber auch sehr nice. Einfach diesen Flammen, blaue Kerzeneffekt. Hä? Bin ich schon wieder zu dumm, diesen Raum zu finden? Ach, hier. Ich spreng irgendwie immer falsch. Ja, das ist so cool. Moment, hä, stopp mal. Ist mein Tiersab nicht wieder runtergegangen? Gilt das vielleicht nur für die Ebene, wo man es einsammelt? Und wohin bringt mich The Moon jetzt? In den, der schon offen ist? Nein, in den anderen. Sehr gut. Ich glaube, das gilt nur für die Ebene. Ich muss... ihr müsst mal bitte drauf achten. Jo, aber das bedeutet, wenn wir Moon haben, müssten wir öfter sprengen, weil wir gar nicht wissen, wo überall der Geheimraum ist. Jo. Was ich eigentlich sagen wollte.
Oh Mann, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Ach so. Wir haben Red Key noch nicht. Ich glaube, das wollte ich. Nee, das wollte ich. Was wollte ich denn? Hey, ich hab. Ich hab komplett vergessen, was ich sagen wollte. Keine Ahnung, womit ich angesetzt habe. Und dann habe ich dieses Moon-Ding wieder gehabt. Ach so. Wir müssen mal drauf achten. Wenn wir in der nächsten Ebene sind, ob das Tier wieder runtergeht. Ich meine, das war vorhin höher. Ich meine, es war höher, aber ich kann mich auch täuschen. Logischerweise. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Okay. Das ist jetzt. Das sieht ihr. Oh, da ist schon der Bossraum. Ich meine, gut, wir könnten. Eigentlich, warum nicht, ne? Jetzt haben wir die große Chance. Wegen Dings. Wir haben so viele blaue Herzen. Dann gehen wir doch jetzt gleich Boss machen. Ich muss halt dran denken, dass ich wieder rausgehe. Oh, du bist es. Aber du. Oh, der geht jetzt ja richtig schnell weg. Der macht ja richtig schnell einen Abflug. 72%. Nix. Kein Deal, aber es ist okay. Das HP abnehme ich natürlich mit. Und dann setzen wir Pandoras Box ein. Hätte ich auch vorher machen können, ist egal. Nein, es war zu bald! Ich muss es in Death 2 machen. Scheiße. Muss es in Devs 2 machen. Nein, es war zu bald. Ich bin doof. Ich bin doof, es war zu bald. Es tut mir leid, oh Gott. Oh Gott, ich bin dumm. Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd. Nein, es war zu... Och, nö. Och nö, es war einfach zu bald. Ach, so ein Käse. Ach, das ist doch... Ach, das ist doch jetzt richtig dumm. Oh, wir waren im Shop noch gar nicht drin. Wollen wir gleich noch reingehen. Aber ernsthaft, das ist doch jetzt... Ach. Vorsicht. Ich würde mal gern was probieren. Schade. Hätte ja sein können, dass da noch einer ist. Ich meine, theoretisch gibt es ja mehrere, haben wir ja festgestellt, ne? Theoretisch gibt es ja mehrere. So, Shop noch reingehen. Earthwide. Auch noch nie mitgenommen. Keine Ahnung, was das macht. Oh, so ein Blödsinn jetzt mit Dings. Mann, ach. Ich könnte mich schon wieder ärgern. Ich könnte mich schon wieder ärgern, echt. Naja gut, aber die Herzen. Sehen wir es mal so. Sehen wir es mal so. Wenn ich Glück habe, dann liegen hier nachher die Herzen auch noch rum. Was heißt, wenn ich Glück habe? Die müssen hier doch nachher liegen, wenn wir dann zurücklaufen, oder? Wie ist denn das? Wenn wir nachher zurücklaufen, müssen die doch da auch noch liegen. Was haben wir hier? Ist es dann vielleicht so... Ist es dann vielleicht sogar schlau, die Karten hier auch liegen zu lassen? Weil dann habe ich nachher eine Tour of Hearts hier. Ist das vielleicht schlauer? Ich würde Wheel of Fortune mitnehmen. Und ein bisschen spielen, wenn wir dieses Geld voll haben oder so. Oder wenn wir zu viel Geld haben. Weil mehr als 99 kriege ich ja nicht. Dann ist auch der Damage voll. Dann würde ich Wheel of Fortune mitnehmen und die Karte hier einfach liegen lassen.
Ja, ich denke, so machen wir es. Wir lassen die Karte hier. Wir lassen die Karte hier und nehmen Wheel of Fortune mit. So machen wir es. Ja, jetzt hätte ich Pandoras Box einsetzen wollen. War dumm. War saudumm. Kein Kommentar bitte dazu. Hilfe. Also, merkt euch mal, dass wir in Devs 1. Merkt euch das mal bitte, weil ich werde es vergessen. nee, ich meine, ich werde es ja sehen. Also es werden ja dann die blauen Herzen da rumliegen. Das ist ja dann eigentlich voll gut. Das ist ja dann eigentlich voll gut, wenn die da rumliegen. Dann weiß man das auch noch, dass man die da hatte. Okay, können wir uns diesmal in den Gehaum rein. Ge geheim. Nein, können wir nicht. Vielleicht von der Seite aus. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Wobei man jetzt nicht weiß, ob die Geheimräume sich genauso verhalten wie die normalen. Ich probiere es einfach mal aus. Warum nicht? Ha! Ah, guckt mal jetzt auf meine Tiers. Die ist wieder bei 4,41. Es stimmt also. Die geht einfach, ja, die geht runter. Die geht nur für die Ebene hoch. Die geht nur für die Ebene hoch. Aber das ist ja cool genug. Also das ist ja wirklich schon cool genug. Also da kann man ja nichts sagen. Aber da kann man ja wirklich nichts sagen. Einen Sack für 3 Euro nehme ich auf jeden Fall mit. 3 Euro wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind es 3 Euro. So, hier drüben haben wir den nächsten Kollegen. Ja, den kriegt er leider. Muss ich leider eine Bombe wieder setzen. Was anderes kriegen wir nicht, weil das Fass wird nicht reichen. Nee, war klar. Aber was soll's. Ich muss eine Bombe mir aufheben für den Totenkopf mit dem. Mit dem. Dings. Eine Bombe muss ich mir aufheben. Ansonsten ist alles cool. Ansonsten ist alles cool. Aber eine Bombe muss ich mir aufheben. Ja, ich habe eh gerade kein Space bei Item, also wurscht. Okay, Bossfight hier. Wir waren aber noch nicht mal. Nee, ich habe ja noch. Oh Gott, wenn ich da jetzt reingelaufen wäre. Oh Leute, ich bin schon wieder lost. Ich muss ja noch den Toten essen. Ich muss noch den Totenkopf und den Itemraum. Gut, den Itemraum könnte ich mir auch nachher holen, aber ich muss vor allem den Totenkopf finden. Ich habe noch nichts zum Rausporten. Da ist der Totenkopf. Okay. Dann lassen wir hier. Dann lassen wir hier Wheel of Fortune liegen. Na. Falsche Taste. So werfe ich es weg, ne? Genau. Und dann ist das hier The Fool. Sehr nice. Jetzt nicht The Fool versehentlich einsetzen. Vielleicht. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen jetzt den Boss. Und gehen dann zurück. Dann habe ich The Fool nämlich noch. Also ihr wisst Bescheid. Moin. Jetzt haben wir auch 100% Chance auf den Deal. Aber ist das jetzt dann ein Angel oder ein Devil Deal? Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht verstanden. Das ist ja irgendwie jetzt beides. Also die teilen sich jetzt ja die Chance. Ah, es ist okay. Ist wahrscheinlich random, was auftaucht. Es ist wahrscheinlich random, was auftaucht. So, Polaroid. Keine Ahnung, was du machst. Soul Locket. Power of Faith. Hat das gerade. Ich habe das Soul hat eingesammelt und ich habe plus 0,3 Range bekommen. Okay. Wie auch immer. So, Dings haben wir dabei. Ab zu The Fool. So, zack. Dann machen wir die Tür auf. Und jetzt gehen wir auch nicht mehr zum Boss rein. Dann nehme ich meine Karte wieder mit und dann ist alles cool. So, aber jetzt müssen wir noch Itemraum und so weiter suchen. Ne? Wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch viel zu tun. Was ist das schon wieder für ein. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so die Hard Ones werden zur kompletten Katastrophe und die Normal Ones werden einfach komplett OP. Egal.
Wieso habe ich jetzt einen Schlüssel Wieso hat mich das jetzt... Hä? Wait, wo ist mein Lockpick? Ich hab mein... Zum Glück habe ich genug Schlüssel, aber das war ja die dümmste Aktion überhaupt. Ich habe mein Lockpick liegen lassen. Wo habe ich das denn wieder liegen lassen? Wo ist denn... Ich habe doch gar kein anderes Trinket. Hä? Okay, Leute, seit wann habe ich kein Lockpick mehr? Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich habe halt... Ich gehe halt eh an die Truhen ran, so, und ich habe halt eh Millionen Schlüssel hier, ne? Ich habe halt eh Millionen Schlüssel. Von daher merke ich das gar nicht, dass ich das Lockpick nicht mehr hatte. Ich habe keine Ahnung, wann ich das verloren habe. Ja, ja, gut. Das ist passiert. Was bist du denn? Watch your back. Okay, mach ich. Vielleicht. Vielleicht irgendwas, was abwehrt, wenn ich von hinten angegriffen werden soll. Ja gut, das war dann die Nummer hier. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Johanna. Ich meine, alles erledigt, ne? Alles erledigt. Weiter geht's. Alles erledigt, was man erledigen kann. Okay, es ist mal außerdem um 2. Umso besser. Ist nicht so schlimm wie Johanna. Wobei wir, to be honest, Johanna noch nie erlebt haben, wenn wir nicht OP waren. Und wir sind schon wieder OP. Also, keine Ahnung. Ich hasse diese Dinger. So. Jetzt ist es auf euch. Oh, nice. Da ist schon ein blaues Herz. Ich meine, ich habe zwar eh schon ein halbes, aber was soll's. Okay. Schlüssel. Quatsch, Schlüssel, sage ich schon. Ah, der macht böse Dinge. Aua. Was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist so ein Item wie Wafer oder sowas. Ne? Weil schadentechnisch würden wir jetzt natürlich dann immer schön kassieren. Aber den Dice Room möchte ich gar nicht betreten, weil ich möchte weder mich rerollen noch sonst irgendwas. Insofern gibt es für mich keinen Grund, den Dice Room zu betreten. Bin ich ganz ehrlich. Es gibt für mich einfach keinen Grund, den Dice Room zu betreten. So, es gibt für mich allerdings Grund, hier eine Sprengung vollführen. Wir sind jetzt wieder bei 4,41. Ja, die Na, die Tiers geht immer so. Ja, und jetzt plus 1 wieder. Okay. Da ist der Shop. Jetzt könnten wir wahrscheinlich einen Kampf im Shop bekommen. Alles okay. Nicht mal, nicht mal. Oh, das nehmen wir aber auch mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wird noch eine Bombe kaufen. Wir haben eh genug Kohle. Halt! Dich mache ich noch kaputt. Feuer! Nice. Okay. So, aber Itemraum haben wir immer noch nicht, ne? Genau. Muss ich dran denken. Itemraum haben wir noch nicht. Müssen wir noch reingehen. In den Itemraum müssen wir noch reingehen. Ich meine, alleine durch die Psyfly ist halt schon wieder so insane alles hier, ne? Aber sowas bekommst du halt auch einfach im Hard Mode nicht. Weiß nicht, sind die Items oder ist es Zufall? Oder sind die Items wirklich im Hard Mode weniger gut, in Anführungszeichen? So, ich habe den Stein da unten gesehen, den Markstone, da gehen wir nachher noch rein. Aber ich muss jetzt erstmal den Itemraum suchen. Denn den will ich schon noch mitnehmen. Weil man spielt ja nicht ohne Itemraum, ne? Also dafür ist nicht einfach. Hab ich nicht gesehen, was da passiert ist, aber irgendwas hat mich wohl getroffen. Aber auch egal, wir kriegen genug blaue Herzen nachher wieder. Im Moment ist es egal. So, was haben wir denn da für eine hübsche Pille? Tiersaft, nice.
Bevor wir irgendeinen Blödsinn bekommen, nehmen wir Rage mit. Bevor wir irgendeinen Schmarrn bekommen, ne, das ist ganz nett. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir hier sogar die Bombe opfern, denn wir kriegen sie direkt wieder. Und dann ist auch das Herz schon wieder voll. Ja, und ich krieg jetzt mit Soul Hearts plötzlich Status-Ups. Weiß nicht, woher das kommt, aber ist in Ordnung. Ich kein Problem mit. Das ist wahrscheinlich das Item, was wir im Engelraum bekommen haben, dass mir ein Soul Heart jetzt zusätzlich auch einen Statuswert hochdrückt. Jetzt könnten wir natürlich mal gucken, ob wir noch einen Geheimraum finden. Ich meine, es gibt ja wieder mehrere. Und die können auch ganz komisch liegen. Können die auch so komplett untereinander? So ganz komisch, irgendwie so? Da um die Ecke? Stimmt, können sie das. Ich muss nur eine Bombe aufheben. Für den Stein unten. Ha! Aber was nützt mir das jetzt eigentlich? Ich meine, das Tier ist danach eh wieder weg. Also, ja. Ne? Bringt mir eigentlich gar nichts. Das bringt mir jetzt auch was. Auch nur was, wenn es keine blauen Herzen sind. Das wäre der Moment gewesen, wo ich eigentlich Wheel of Fortune einsetzen wollte übrigens und dann erst die 25 Coins mir hole. Habe ich wieder nachgedacht jetzt. Es ist gut, wie mein Plan aufgegangen ist. Ne? Aber war schon wieder dumm. Egal. Egal. So, wir haben immer noch keinen Red Key. Das gefällt mir nicht. Aber ich sehe da was. Gibst du mir einen Red Key? Gibst du mir einen Red Key? Ach so, ja, gib mir Geld. Ja, komm, jetzt machen wir das, was ich machen wollte. Na, ich glaube, so langsam sind wir schnell genug. Ich glaube, wir wollen es nicht übertreiben. Na komm, ist okay. Ich glaube, da haben wir alles mitgenommen. Und jetzt ist ja hier sowieso die Ebene ganz klein. Genau. Komm, scheiß drauf. Bastjo, weiter geht's. So, jetzt müssten wir in Devs 1. Nee, Quatsch. Devs. Ah, jetzt landen wir erst in Devs 2, genau. Devs 1 war die, wo ich die. Ja, aber jetzt brauche ich die 4 Soul Hearts nicht mal die. Wobei, ich meine, wenn ich jetzt getroffen werde. Vielleicht werde ich getroffen. Vielleicht werde ich ja getroffen, dann kann ich sie genug, dann kann ich sie vielleicht noch gebrauchen. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Du bist ein interessanter Geselle, ach du machst den Quatsch. Da brauche ich eigentlich gar nicht reingucken, ne? Da geht's schon weiter. Also irgendwie hat sich meine Theorie, weshalb ich da die Karte mit dem Wheel of Fortune habe liegen lassen. Jo, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich gar nichts habe? Achso, dann gibt es auch kein Upgrade. Aber ich meine, ich habe gerade eh kein Trinket. Da habe ich den Paperclip liegen lassen. Ich hab den... Ja! Ich weiß, wo ich ihn hab liegen lassen. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Der liegt im Bossraum von... Wo wir jetzt hinkommen. Der liegt im Bossraum von Devs 1. Als ich nämlich die Karte weggeworfen habe. Also nicht weggeworfen, die Two of Hearts, die ich jetzt wieder mitnehmen will.
Als ich die weggeworfen habe, habe ich die Taste benutzt, mit der man alles ablegt. Und dann hat sie mir den Paperclip mit rausgezündet. Und ich habe den nicht wieder eingesammelt. Ah, oh, ist das dumm. Okay. Kann ich jetzt ja wieder mitnehmen. Der Paperclip ist weg. Wo ist der Paperclip hin? Was ist das hier? Cracked Key. Ich habe Fragen. Ist das ein Red Key? Ich habe Cracked Key schon mal gelesen. Irgendwas hat mir Counter da mal in Discord geschrieben. Von Cracked Key. Dass der Cracked Key irgendwie benutzt werden kann, um den Red Key zu ersetzen. Aber... Wait a moment. Ich stürme jetzt komplett durch. Ist mir jetzt egal. Ich stürme jetzt durch. Ich muss was testen. Ich muss was testen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn es da... Oh mein... Ey, wenn es das ist... Wenn es das ist, werde ich bekloppt. Aber ich sage jetzt lieber mal nichts, sonst werde ich wieder für blöd gehalten. Ich muss es erst testen. Taucht vielleicht... Ich sag's doch. Ist mir egal. Wenn ich diesen Cracked Key halte, taucht dann vielleicht der Red Key... im Home auf. Also muss ich diesen Cracked Key halten, wo auch immer der jetzt hergekommen ist, muss ich diesen Cracked Key halten, muss ich diesen Cracked Key halten, ich darf jetzt auf jeden Fall nichts anderes mehr mitnehmen, was irgendwie eine Karte ist oder so, aber muss ich diesen Cracked Key halten, was ist das hier für rote Umrandungen? Das kommt vom Crack. Nee. Ich traue mich aber nicht, den jetzt einzusetzen. Ich will den erst in Home einsetzen. Beziehungsweise, ich schätze, ich muss den halten. Und dann ist in der Truhe vielleicht der Red Key. Weil das ist ja ein Crack Key. So, der ist ja kaputt. Oh Gott, ich will jetzt ganz schnell in the home. Ich muss das jetzt testen. Ich will jetzt sowas von ganz schnell in the home. Und wenn das funktioniert, dann müssen wir genau analysieren, was ich getan habe, um den Crack Key zu bekommen. Und alle, die es wissen, denken sich jetzt, was labert dieser Junge da eigentlich? Aber ich... Also wieso... Wieso war bei Azazel auf dem Weg nicht der Cracked Key? Der war jetzt hier einfach im Bossraum. Der war jetzt... Der war da, wo der Paperclip war. Ich bin gerade kurz davor, hier von Verschwörungstheorien was anzufangen. Der Cracked Key war da, wo der Paperclip war.
yo, in diesem One passiert so viel Zeug. Heißt das, also wir haben das Planetarium, wir haben den Frankie. Heißt das, wenn ich ein Trinket irgendwo ablege, wohin ich nachher wieder zurückkommen kann? Und so, das wäre dann halt ein Bossraum, weil ich in den Bossraum auf jeden Fall zurückkomme. Heißt das? Jo, das hat mich gerade richtig viele Herzen gekostet. Können wir zurück zu den blauen Herzen, die ich hier rumscheiße. Ich habe rumliegen lassen. Wäre ganz gut. Nein, schade. Okay. Mist. Ja, aber heißt das jetzt? Wir sind im Basement 1. Wir gehen jetzt einfach hoch. Wir gehen jetzt einfach hoch. Es ist mir scheißegal. Aber heißt das jetzt das, was ich denke? Also gibt's jetzt hier... Gibt's jetzt hier, den Red Key? Nö. Aber ein aufgeladenes Item, wodurch ich das jetzt zumindest hier bekomme. Hm. Kein Red Key für mich. Hier ist aber jetzt auch so eine... Also als ich damals den Red Key hier eingesetzt habe, da kam hier die Tür und hier ist jetzt so eine rote Umrandung. Ist der Crack Key wie eine Karte im Sinne von... Ich probier's einfach. Wenn ich es jetzt versaue, habe ich Pech gehabt. Yo, der macht das auf. Und hier ist Tainted Cane. Oh mein Gott. Neue Challenge. Okay. Ah, die neuen Challenges sind wahrscheinlich dann mit den Tainted-Charakteren teilweise. Verstehe. Yo. Kann ich eigentlich hinterm Sofa und dann passiert nichts? Oh, man kann da nochmal zurück? Okay, das ist interessant. Aber es nützt leider nichts. Okay, aber das ist interessant. Wenn man hinterm Sofa rumläuft, dachte ich, probier's mal aus. Dann passiert hier nichts. Ich spreng dich einfach vorher, du böser Fernseher. Schade. Okay. Ja gut, energietechnisch nicht so geil, weil, ne? Das wird jetzt schief gehen, fürchte ich. Aber es ist mir gerade egal. Weil ich hab mich... Das ist ein Rand der Erkenntnis. Wir haben dieses komische... Oder was machst du denn da? Das ist neu. Wir haben dieses komische... Ach nee, wir haben die Psyfly. Alles gut, wir haben die Psyfly. Alles gut, wir haben die Psyfly. Ja, aber was ich gerade sagen wollte. Das ist ein Rand der Erkenntnis. Ich glaube, ich habe verstanden, wie man an diese Charaktere rankommt, wenn man den Red Key nicht bekommt. Man lässt ein Trinket liegen. Ich weiß zwar nicht, wie man da als normaler Spieler draufkommen soll, wenn man nicht einfach, weiß ich nicht, so einen Blödsinn macht wie ich. Aber man lässt ein Trinket liegen. Bitte mach den Kreisel nicht. Danke. Das kannst du so viel machen, wie du... Aua. Fast so viel machen, wie du willst. Aua. Ach Mensch, jetzt... Ja, aber man lässt ein... Ein Trinket liegen. Und das Trinket wird zum Crack Key. Was zur Hölle. Und dann kriegt man garantiert den Tainted Charakter. Ja, dann müssen wir mit Judas nächstes Mal nochmal hier hochlaufen. Scheiße. Ist leider so.
So, wie gesagt, ich setze mein Space Bite-Team jetzt nicht ein, weil ich die Glühbirne Aua. Habe. Ich meine, ich habe eh die Psyfly. Ich sollte so viel Abwehr haben. Guckt euch die Psyfly an. Die sammelt einfach alles ein, was sie kriegen kann. Da kennt die nix. Die ist insane, die Gute. Die ist einfach komplett insane, die Psyfly. Da kennt die überhaupt nix. Doch, Kollege 1 ist weg. Mir mehr wehtun. Kannst du, komisches Ding, der dich jetzt mal verziehen? So ein bisschen. So, dass ich nicht getroffen wurde, ist interessant. Aber soll mir recht sein. So, du machst wieder deine komischen Bälle, ne? Ja, ja. Aber solange ich da irgendwo einfach safe weglaufe und nicht in der Höhe der Bälle bin, ist es eigentlich völlig egal, was da passiert. So, und jetzt bist du eh voll langsam. Du juckst eigentlich überhaupt nicht. Ja, geh baden. Ist in Ordnung. Kann Delirium nicht ein bisschen so wie ihr sein? So, mit einem Muster. Weil ihr habt halt ein Muster. Es ist sehr gut, dass ihr ein Muster habt. Tschüss. Hi. Okay. Mehr Spaß wieder. Aber auch dem kann man... Okay, dem kann man schon ganz gut ausweichen. So. Jetzt geht's los. Ja, wir sind schnell genug, also die Phase hier ist überhaupt kein Problem. So, jetzt zieht er wieder ein. Und jetzt, ja gut, ich... eigentlich kann ich einfach stehen bleiben, die Psyfly regelt. Die ist halt komplett OP. Also ich kann's nicht ändern, die ist halt komplett OP. Also die Psyfly regelt halt komplett hart. Ja. Okay, jetzt geht's nur noch rückwärts. Jetzt geht's nur noch durch die Dinger hier durch. Also die ganze Zeit schießen und einfach durch die Dinger durch. Es passiert halt literally nichts mehr. Ja, tschüss, ne? A pound of flesh. Wir haben so viel gelernt in diesem Run. Und ich muss jetzt erst die beiden Teile zusammenschneiden, weil ich erinnere mich gerade daran, dass ich angerufen wurde. Alter. Pound of flesh. Keine Ahnung, was das ist. Ist mir auch egal. Ey. Ey, das war insane. Ich hab's jetzt verstanden. No Destiny, Bag of Crafting. Also der Kane hat mit dem anderen Kane überhaupt nichts zu tun, scheinbar. Ja, würde ich doch sagen, nächstes Mal gehen wir wieder in den Greed-Mode mit dem Kollegen und gucken uns damit an, was er kann. Weil das ist ganz praktisch, glaube ich. Ich denke, das ist wirklich ganz gut, mit dem Greed-Mode immer so ein bisschen zu gucken, was kann der neue Charakter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.